Lea wird jetzt diesen 50 Meter hohen Turm im freien Fall runterspringen. Wenn sie dabei nicht schreit, gewinnt sie 500 Euro. Außerdem muss sie durch eine Falltüre, eingesperrt mit einer Riesenschlange, Krabbeltiere auf ihrer Haut, einen Wehensimulator und das gegen 8 weitere Teilnehmerinnen. Die Regeln sind simpel. Schreist du, verlierst du. Nimm die Augenbinde ab, denn ich glaube, das Baby ist schon unterwegs. Ich habe hier ein Elektroimpulsgerät, was zur Schwangerschaftssimulation verwendet wird. Das ist aber Babykram. Deshalb haben wir 3 davon. Echt jetzt? Ja, wenn schon schwanger, dann richtig, ne? Ich hab das halt schon mal gemacht, tatsächlich. Aber auch mit 3 Geräten? Bro! Scheiße, Alter. Oh nee, oh Gott. Soll ich dir helfen beim Drücken oder schaffst du das? Du musst jetzt pressen, weil du kriegst ein Kind. Wir haben 25 Stufen mal 12. 25 Stufen? In der ersten Challenge stellen sich die Kandidatinnen also dem dreifach so starken Wehensimulator wie Kilian im ersten Part. Digga, das vibriert ja jetzt schon und das sind nur 2. Vielleicht kriegen wir dich zum Schreien. Ew, what the? Oh nee, das ist unangenehm. Geht's dir nur gut? Ja. Kitzelt ein bisschen. Was ist das hier? Du wirst schwanger heute. Von dir? Wir haben was verloren, Dr. Dedreis. Dankeschön. Ach du Scheiße, du bist so ein dummer. Willst du schreien? Lass es raus. Ich werde auf keinen Fall schreien. Das fühlt sich ja super merkwürdig an. Boah, ist das eklig. Kommen wir langsam, kommen wir der Geburt des Kindes näher. Oh ja, dann will ich wirklich keine. Sie lacht einfach oder sie weint, ich weiß es nicht. Es ist doch schön, ein Kind zu bekommen. Ich sag ehrlich, das ist deutlich schmerzhafter, als ich gedacht hätte. Oh! Uiuiui, da kommen wir dem Schreien schon sehr nahe, Leute. Darf ich singen? Nein, aber schreien, das darfst du. Ich bleib bis ins Finale. Du bleibst bis ins Finale? Ja, mit Ansage. Das zählen wir als Schrei? Echt? Nein. Nee, oh Mann, das ist ja richtig schade. Du bist offiziell raus. Ja. Das war doch jetzt alles. Okay, das ist maximale Stufe. Oh. Mein Muskelkater. Fickt übelst krass. Du kriegst gleich so eine Schelle von mir. Sehr stark. Ah! Ist das volle Stufe? Digga, als ob es dir so gut geht. Die anderen hatten übel den Kampf. Ich sterbe einmal im Monat, Duell. Wir kriegen dich nicht zum Schreien. Nee. Damit hast du das erste Level geschafft. Nach der ersten Challenge ist bereits Elena ausgeschieden. Dabei warten noch 6 weitere Aufgaben auf die bestehenden Teilnehmerinnen. Das, Freunde, war aber erst der Anfang. Es wird noch viel, viel wilder. Also bleibt bis zum Ende dran. In der nächsten Challenge müssen die Mädels blind erfüllen, was sich in der Box befindet. Dabei reicht es von 1000 Füßlern über Schnecken bis hin zu Königsnattern. Was ist das? Ich bin einfach. Oh mein Gott, what the fuck? Das ist ein Ding, oder? Wenn du das nicht machen willst, dann musst du halt sagen, ich bin raus. Ey, sie hat aber nicht geschrien. Das war jetzt asozial. Die Regie hat gesagt, du hast geschrien. I'm sorry. Damit ist Zoe raus, auch wenn sie nur wegen dem Stuhl geschrien hat. Vielleicht hauen ja aber noch meine kleinen Freunde die ein oder andere Teilnehmerin raus. Was war das? War das ein Schrei? Noelle, atme das. Noelle. Ew. Ist das eine Schnecke? Oh. Oh Gott, ist das eklig. Ich will das gar nicht anpacken. Das geht, ne? Scheiße. Ja, minimal auch unter meiner Maske habe ich so. Ich sehe so Schlangenkopf. Ich war so, okay, ich bin raus, ich bin raus. Das Regenwürmer? Ja. Aber warum bewegen die sich so schnell? Die machen bei Wettrennen eigentlich mit. Wirklich? Das sind Regenwurm-Wettrennenwürmer. Nein, du verarschst mich. Eine Schnecke? Ja, richtig. Du kannst dir irgendwie abnehmen. Du kannst jetzt vor Freude schreien. Nee, danke. Was ist das denn? Damit sind noch 6 übrig und alle bereit für die nächsten Challenges. Aber niemand ist vorbereitet auf diesen Fernseher im Studio, der irgendwann einfach in die Luft fliegen wird. Dafür habe ich alle Teilnehmerinnen versammelt, um angeblich nur das Intro zu filmen. Eigentlich saß ich aber in der Kammer nebenan, zusammen mit meinem Sprengkoffer und musste nur noch den Zünder drücken. Ja, ich nehme diese. Scheiße. Das war eine Challenge. Aber ich habe nicht geschrien. Wer aber geschrien hat, sind Kati und Kuli, weshalb sich die Anzahl auf 4 beschränkt, auf die jetzt noch die heftigsten Challenges war. Wirklich, dafür abonniert schon mal diesen Kanal. Euch beide hat's rausgehauen. Wieso habt ihr geschrien? Weil ich keinen Meter daneben stand. Wer denkt ihr, wird heute der Sieger? Lea. Ich denke, Zoe gewinnt. Für die nächste Challenge habe ich euch einen neuen Freund organisiert. Macht kurz mal die Augenbinden ab. Das ist eine 2,50 Meter lange Boa, mit der ihr jetzt Spaß haben dürft, aber im Dunkeln. Und während sie im Dunkeln nichts sehen, werde ich mit einem Nachtsichtgerät und einer Fake-Schlange in der Hand die Mädels erschrecken. Na ehrlich, weißt, dass du da stehst. Okay, das hat nicht so geklappt, also haben wir die Schlange wirklich auf die Mädels gelegt. Da alle keine Schlangenphobie haben, war diese Challenge zu einfach und ich musste andere Unterstützung suchen. Stimmt, was ist hier los? Das ist nicht ein bisschen lächerlich hier? Was macht ihr hier? In meiner Zeit gab's das nicht, das sag ich euch. Ich glaube, es ist ja fassungslos. Das krieg ich ja immer nur ich ab. Sorry, das war meine Mutter. So, jetzt filmen wir richtig. Ich habe was vorbereitet. Ich habe nämlich was anfertigen lassen. Mhm. Dreh dich mal zur Seite. Oh Gott. Ich habe extra eine 300 Kilogramm schwere Falltürkonstruktion bauen lassen, durch welche die Mädels fallen, hoffentlich schreien und auf den Matratzen landen werden. Soll ich mich da oben drauf stellen? Du stellst dich auf die Falltüre, du kriegst Fragen gestellt und falls du sie falsch beantwortest, wirst du runterfallen. Damit du siehst, dass das Ganze sicher ist, gibt's jetzt einen kleinen Test. Oh.
Also daran sah nicht sicher aus. Das ist sehr sicher. Mega. Warum ist da Panzertape auf der Matratze? Das ist safe. What the fuck? Geh hoch. Das ist nicht wirklich euer Ernst, oder? Du musst ja nur die Fragen richtig beantworten. Ihr wollt mich doch wirklich umgehen. Was ist das denn hier? Da steckt ein Schraubenzieher. Boah, das ist ja voll gruselig. Sicher, dass ich hier nicht sterbe? Das ist alles geprüft worden. Das ist ja schlimmer als das Baumhaus von meinem Bruder früher, wirklich. Oh, Leute, ihr stresst mich so unfassbar. Die Teilnehmerinnen stehen ready auf der Falltüre. Jetzt heißt es, die Fragen stellen. Wie viele Pieces gibt es auf pinselgang.com? Keine Ahnung. Digga, keine Ahnung. Die Frage kann ich dir beantworten. Es gibt 3 Pieces, Leute, 3 verschiedene T-Shirts, ein Hoodie. Pinselgang.com, checkt es gerne ab. Aber die Antwort war falsch, also... 3, 2, 1... Natürlich kann ich da keinen Menschen runterjagen, weshalb jede Teilnehmerin wieder runter durfte, denn sie hätten es ja durchgezogen. Außer Pia, die hat es durchgezogen. Seid ihr ready? Ja. Lass für Pia mal ein Like da. Für das Finale müssen die 4 Mädels diesen 50 Meter hohen Turm runterspringen, ohne dabei zu schreien. Ich bin auf der Plattform und ich muss sagen, ich bin sau happy darüber, dass ich nicht springen muss. Schaut euch das an. Da geht sie gleich runter. Diesem Ding muss sie vertrauen und ihrem Gold. Einfach glücklich sein, Freude rauslassen. Du kannst ruhig schreien, ne? Nein, danke. Meine Mutter wird mich dafür umbringen, falls ich nicht dann schon tot bin. Oh, fuck. Bitte mach sie richtig fest. Du kannst noch abbrechen. Oh, ich bin mir echt unsicher gerade. Oh, fuck. Also, eigentlich springe ich auch immer Freefall Tower runter. Aber das ist noch was anderes, weil da hängt man ja so, ne? Ach du Scheiße. Bei 0 entscheidest du dich, okay? Ja. 10, 9, 2, 1. Machst du oder nicht? Ich glaube, ich will nicht. Auf gar keinen Fall. Heißt noch Lea, Pia und Wenke, die sich beweisen müssen. Komplett verständlich. Ich wäre an der Stelle auch absolut rausgegangen. Ich bin jetzt so weit gekommen, jetzt zu failen ist schon ein bisschen hart. Lea, ziehst du durch? Ja. Geil, Macher. Und ist auch echt alles fest? Ja, also worauf warten wir? Yeah! Oh mein Gott! Oh, ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Jetzt durchgezogen, ohne zu schreien. Also jetzt langsam steigt auf jeden Fall mein Puls. Ich hab sehr, sehr, sehr Bock. Wirklich für diese geisteskranke Aktion, like dieses Video. Es ist schon wieder unfassbar krank geworden. Aber ich hab ein bisschen Sorge, dass ich schreien werde. Oh mein Gott, das ist scary. Es ging so viel schneller, als ich gedacht hätte. Ich will nochmal. Sie hat es auch durchgezogen, ohne zu schreien. Siehst du das durch? Ja. Schreien? Ja, versuche ich nicht zu tun. Werden wir sehen, ob es klappt. Geschafft! Aber sie hat es auch geschafft, ohne zu schreien. Unglaublich. Und weil alle 3 ohne zu schreien durchgezogen haben, betteln sie sich im nächsten Teil weiter um die 500 €. Um das nicht zu verpassen, abonniert und teilt dieses Video.